Einen wunderschönen guten Abend und herzlich willkommen zum heutigen Webinar Stereo Trader Helpdesk mit Dirk Hilger natürlich. Und er ist Stereo Trader Entwickler und gleichzeitig aber auch Trader. Und ich freue mich, dass wir diese Webinarreihe mit ihm veranstalten. Mein Name ist Nelson Cardoso Neto. Ich begrüße alle im Namen von FX Flat und freue mich natürlich, dass wir wieder heute so viele online haben, auch neue Teilnehmer. Das ist natürlich immer sehr schön. So, nichtsdestotrotz müssen wir uns den Risikohinweis anschauen. Sie merken, ich rede heute ein bisschen langsamer, um Dirk ein bisschen mehr Zeit zu geben, damit er auch alles entsprechend so hat. Denn das Webinar dient nur zu Schulungszwecken. Bitte nicht als Anlageberatung oder Handelsempfehlung verstehen, auch wenn es heute weniger um Live-Tradings geht. Aber Sie müssen Ihre eigene Entscheidung treffen, unabhängig davon, welche Inhalte heute vermittelt werden. Ja? Gut, Dirk, ich hoffe, ich habe dir genug Zeit verschafft jetzt. Ja, ich habe hier gerade noch Support nebenbei gemacht. Mit dem Timo hier gerade noch. Nee, alles gut. Okay, super. Dann übertrage ich jetzt gerne den Bildschirm. Genau. Und Mach das doch mal. wünsche doch viel Spaß und viel Erfolg. So. Müsste da sein, ne? So ist So. das. Genau. So, dann Tag und hallo und herzlich willkommen hier heute auch von meiner Seite zum Helpdesk. Kurze Rede, langer Sinn, der Nelson hat es ja schon erwähnt, über Fragen einfach reinstellen und dann gucken wir uns das Ganze an. Vielleicht noch eins vorweg. Ich weiß jetzt nicht, wie viele hier da sind aus der Gruppe und so weiter. Zum Thema Live-Chart werden wir hier natürlich jetzt nicht drauf eingehen, auf die Geschichten, die da halt, was damit auf sich hat, sondern ich werde da die Woche halt da auf jeden Fall noch einen Livestream halt dazu machen, separat hiervon. Und deswegen da halt maximal das Nötigste. Ich werde aber, vielleicht das auch mal irgendwie kurz anzukündigen, werde morgen mal versuchen, das halt im Live-Trading, was wir morgen früher haben, hier auch mit FX Flat, das dann halt auch mal versuchen, im Live-Trading-Webinar dann auch mal einzusetzen. Also diejenigen, die das haben und auch die, die es nicht haben. Wer davon gehört hat, darf sich das gerne mal runterladen. Morgen ist dann Content im Webinar für alle. Aber wie gesagt, wir werden jetzt hier nicht großartig drauf eingehen, sondern wir werden es natürlich ausbauen. Aber dazu kommt eben ein eigener Stream und natürlich auch nochmal ein eigenes Webinar hier bei FX Flat. So, gut. Also, dann schalte ich mal hier um. Hoffe mal, dass meine Technik noch funktioniert. Ich muss am Wochenende nämlich mal alles zerlegen hier kurz. Aber sieht ja erstmal so aus, als könnte das klappen. So, dann schauen wir mal. Hast du irgendwie Fragen vorweggeschickt? Wahrscheinlich wieder und ich habe sie wahrscheinlich wieder Nee, ignoriert. also diesmal habe ich jetzt tatsächlich keine Fragen vorab per E-Mail Krass. bekommen. Nichtsdestotrotz wurde letzte Woche vermehrt über die Money Lines gefragt. Und Okay. auch wenn wir das jetzt schon ein paar Mal hier hatten, ich glaube, ich hatte es jetzt auch mit Chat kurz mit einem Auge schon gesehen, dass auch diese Frage gestellt wurde. Vielleicht kannst du ganz kurz auch noch mal bitte darauf eingehen. Hatten wir das nicht schon beim letzten Mal, die Money Lines? Letztes Mal weiß ich nicht, aber sicher klar, wir hatten das ein paar Mal Wir hatten angesprochen. das Aber tatsächlich, glaube ich, beim letzten Mal schon. ja, aber Die vielleicht Money. kannst du ja auch für die neuen Teilnehmer kurz ein paar Worte dazu verlieren und selbstverständlich dann können alle nochmal die Aufzeichnung dann auch nochmal sehen. Ist auf jeden Fall ein Feature, das ausrangiert wird. Vielleicht das mal irgendwie gleich vorweg. Deswegen ist so, also höchstwahrscheinlich, ne, weil ich nicht den Eindruck habe. Also ich selber nutze es gar nicht. Und ich glaube auch nicht, dass das allzu viel generell halt genutzt wird. Und halt auch so von der, ich kann es ja mal kurz gleich mal direkt irgendwo aufgreifen. Also Money Lines. Mal gucken, ob ich das hier, was habe ich denn hier für Farben? Das ist ja spannend. Money Lines sind die Geschichten hier, ne? Ist mein Kopf davor? Nee, ne? Alles gut. Wo ist denn mein Kontrollmonitor hin? Moment. Ich muss mal hier. Ich mir selber überlagert. Was? Webinar beenden? Das glaube, das war der falsche, ne? Falsche Button. Ich nehm den anderen. Warte. Das stand gerade da. Es wäre schnell zu Ende gewesen diesmal. Helpdesk. So, da jetzt sehe ich auch wenigstens auch mal was.
So, Moneylines hier unten im Chart-Panel. Dort gibt es einen Knopf, der heißt ML. Und wenn man den anschaltet, dann kommen so ein paar blaue Linien, wie man halt hier sieht. So, das ist halt eigentlich in der Zeit entstanden, wo der DAX noch nicht ganz so schlimm seitwärts war, nämlich halt irgendwie vor 4, 5 Jahren oder so. Ganz am Anfang war das schon drin und da war das eine sehr verlässliche Geschichte eigentlich. Aber der ist ja halt die letzten Jahre, ist ja tatsächlich nur seitwärts geturnt und deswegen ist das mittlerweile für meine Begriffe nicht mehr wirklich brauchbar. Was damit auf sich hat, ist, das ist ein Algorithmus, der guckt halt 400 Tage, also letzten Endes 2 Jahre halt zurück und sucht dort Hochs und Tiefs von Tageskerzen gepaart eben mit einem Volumenabgleich und bildet daraus halt Widerstandslinien automatisch. Wenn man da drauf guckt, sieht man halt schon, ne, also wo sich dann halt eben solche Geschichten dann halt bilden, also solche Clusterungen und dass der Markt dann halt auch schon drauf reagiert. Nur mittlerweile ist halt wirklich so, es sind halt einfach viel zu viele geworden. Hier unten, da zum Beispiel sieht man, das war dann aber halt mal ein Glückstreffer. Dort ist es dann, da hat es dann tatsächlich sauber, sehr sauber funktioniert, aber halt, oder hier halt auch, aber in vielen Fällen halt irgendwo leider nicht mehr. Also es gibt schon, klar, wenn ich hier drauf gucke, finde ich schon einige, die halt sehr genau funktioniert haben. Oder auch jetzt hier gerade irgendwie der letzte Peak. Aber wie gesagt, das Problem ist, es sind zu viele geworden, ne? Weil wenn man da jetzt mal irgendwie hoch scrollt, dann sieht man hier nur noch plapp, ne? Ein Monstercluster, weil halt das ist der ganze Bereich von 12.000 bis 13.000, der ist halt einfach zu Tode gehandelt und entsprechend kann man dort irgendwie auch nichts mehr wirklich errechnen, also zumindest nicht auf die Art und Weise, wie es halt hier drin war. Deswegen, ja, ist das halt irgendwie auch so ein bisschen auf der Abschlussliste, weil es ist halt mit dem DAX entstanden, da hat es am besten funktioniert, aber halt, wie man sieht, ne, das ist halt, also hier unten ist ja nicht ganz so viel gewesen. Und da sieht man, deswegen sieht man hier halt auch noch ein bisschen mehr Genauigkeit, aber da oben, was soll man damit halt noch anfangen? Ne? Das sah halt tatsächlich natürlich mal ganz anders aus, die Geschichte. Aber mittlerweile ist es einfach nur ein einziger Klumpen durch das ganze seitwärts Genudel. Da fragt auch gerade jemand, wäre man in der Blinds nicht sinnvoll in kürzerer Zeitraum betrachtet wird, 6 Monate. Ja, das ist ja genau der Grund, was die so interessant gemacht hat, weil es halt ja eben viel längerer Zeitraum gewesen ist. Ich meine, natürlich könnte man das halt verkürzen, aber dann kommt halt auch nichts Brauchbares mehr raus. Das hat auch alles schon mal probiert worden. Deswegen ist das, wie gesagt, finde ich halt nicht mehr wirklich ein relevantes Feature. Was halt auch die Frage ist, ohnehin, ob das hier in so einem Panel überhaupt was zu suchen hat, ob man das nicht dann irgendwie lieber mal in einem separaten Add-on oder so dann halt anbietet. Grundsätzlich zur Bedeutung, W73C heißt, ich glaube, das ist eine Breite von 7, also ich muss ja echt selber überlegen, im D1 gemessen in des Clusters maximal 7 Punkte breit und braucht mindestens 3 Bestätigungen. Und dann wird halt entsprechend eine Clusterlinie gebildet. Das heißt, je höher ich diesen Wert schraube, zum Beispiel W18, 9C, also das heißt 9 Bestätigungen in einem Bereich von 18 Punkten, umso weniger werden es dann halt auch. Ne? So sieht man, das heißt, das wäre dann halt schon eher der Ansatz zu sagen, ja gut, man dünnt es halt aus, kann man ja machen. Gucken, ob hier unten auch, da hat man dann nur das Problem, dass halt dann teilweise einfach dann auch gar nichts mehr übrig ist. Ne? Ich kann jetzt mal hier ein bisschen scrollen. Hoppla. Mal gucken, ob wir dann halt noch im H4 zum Beispiel. Aber selbst da, das ist sinnlos. 18, 19 aus dem H4 gemessen, da kommt gar nichts. Ja, also kann man mit rumspielen, aber wie gesagt, ich finde halt, naja. Gut, Gleich so. eine anknüpfende Frage, die jetzt im Chat gestellt wurde, ob es eine Korrelation zu deinen Linien in deinem Blog gibt. Überhaupt nicht. In keinster Weise. Das hat damit überhaupt nichts zu tun. So, noch eine Frage dazu? Oder habe ich alles Ja, ich glaube, gesehen? dann haben wir alles und wir fangen dann mit 17:50 Uhr an. 17:50. Ah, okay. Im Navigator stehen unter Filter XMA-Filter. Nutze ich das?
Boah, die können wir jetzt aber nicht ganz halt alle hier durchgehen. Ich meine, generell sind es halt, weil das dauert so lange, allein den XMA-Filter, da würden wir hier eine Stunde brauchen. Letzten Endes sind es halt, wie der Name halt schon sagt, ne? Also das Ding, ich gehe mal hier auf einen anderen Timeframe, wo man dann auch was sieht. Ich hoffe nur, dass es bei mir jetzt halt hier eine kompilierte Variante ist, die dann auch funktioniert. So, und hier sieht man halt zum Beispiel nur ganz in Kürze. Ich habe halt hier, wo ist denn das hier unten überhaupt auf? Das braucht doch gar keiner. Kann man alles erkennen, ja. Ich stelle hier nochmal kurz das Panel auf groß. So, größere Panels. So, jetzt nochmal zum Beispiel, ne, da ist es halt so, ich habe halt hier unten mehrere Eingabewerte. Das heißt, ich habe hier zum Beispiel halt einen Moving Average und also zwei Moving Averages. Mehr ist es eigentlich nicht, ne, wie die sich halt kreuzen. Also XMA heißt einfach nur kreuzender Moving Average. Und hier habe ich dann zum Beispiel minus 200, minus steht für EMA und plus, also positive Werte stehen für SMA. Und so ist entsprechend hier der EMA 200, wenn der sich mit dem SMA 20 kreuzt und dann entsprechend schwingt das Signal quasi um von negativ auf positiv. Ne? Sehen wir ja auch hier, die sind ja auch beide eingezeichnet. Ne? Das hier ist eben dann einmal der EMA 200, jetzt hier im M30 und hier, hoffe man kann das erkennen, müsste aber eigentlich, ne? In dem Bereich, da ist halt dann der SMA 20 und sobald die sich kreuzen, dreht das ganze Ding halt von hier Short nach Long. Und was man mit dem Filter halt machen kann, man kann zum Beispiel damit halt die Automationen halt teilweise steuern oder halt eben halt auch die strategische Order halt in der Richtung begrenzen. Ne? So, und dann deswegen heißt es halt Filter. Und eben jetzt nicht nur Indikator. Hier Space, vielleicht noch kurz ein Wort dazu. Wenn ich also irgendwie so einen Seitwärtsmarkt habe, um den wie hier zum Beispiel halt dann irgendwo zu eliminieren, kann ich halt hier Space eingeben in Punkte. Das heißt, alles, was drumherum 20 Punkte ist, wie jetzt hier eingegeben, würde er halt einfach nicht beachten, sondern wäre dann halt erstmal neutral. Ne? Das heißt, muss dann hier halt auch entsprechend 20 Punkte drüber sein und dann erst gibt es ein Signal. Ne? Und so sieht das Ganze dann halt eben aus. So, also ich persönlich glaube nicht an irgendwie, dass man damit jetzt zum Beispiel irgendwie sagen kann, ja, wenn drüber oder drunter ist, Markt Long oder Short, aber halt zum Filtern natürlich irgendwie für eine Vorfilterung, weil es sagt ja zumindest halt aus, ob wir generell Short sind oder Long sind. So, und nicht unbedingt was als nächstes macht. Das aber halt schon, die Tendenz sieht man halt schon so ein bisschen. Aber jetzt halt blind handeln danach, das würde ich auf jeden Fall irgendwie keinem empfehlen. Ne? Also generell, was man da jetzt irgendwie für Einstellungen halt nimmt, das wird wohl eher nicht so ohne weiteres funktionieren. Aber trotzdem, um eine Tendenz irgendwo zu erkennen, kann es natürlich halt auch schon hilfreich sein. So, seit so 17:56, seit dem letzten Update, also seit Januar, funktioniert die Trail-Funktion nicht, wie soll, sobald ein neues Grid auflege im strategischen Ordner und Halten aktiviere, wird nach jedem Auflegen des Grids der Trail-Beginn auf 1 zurückgesetzt und der Trail-Abstand wieder auf 0. Ja, das ist auch, kann auch sein, weil das wird nämlich generell, wird es ja gesteuert von der strategischen Order, ne? Und nicht, was ich da halt einstelle. Also von daher glaube ich nicht, dass das jetzt irgendwie ein Problem ist. Und wenn es hier heißt, mehrfach eine Mail geschickt, also mir liegt keine einzige dazu vor. Und ich weiß, wir hatten da halt letzte Woche oder vorletzte Woche alles durchgegangen, was an Mails überhaupt da war. Auch ein paar Sachen, die leider liegen geblieben sind. Eigentlich alles abgearbeitet und da ist eigentlich keine Ahnung. Also, wenn es hier um eine Mail geht, beziehungsweise hier um FX Flat, hast du eine Mail dazu? Habt ihr eine Mail dazu? Nelson, weil mir ist da jetzt nichts bekannt. Also die Kollegen haben mir jetzt nichts mitgeteilt. Dieser Vorgang ist mir jetzt nicht bekannt, aber ich werde das auch mal bei uns dann entsprechend fragen. Aber wie gesagt, ne, das ist halt, also nochmal, das Ding ist, der Alex sagt ja halt hier, der Alexander,
Es wäre halt irgendwie der bei der strategischen Order, wenn man mit der handelt, würde halt immer, egal was ich hier einstelle, das Ganze, sobald man flat ist, der Trail beginnt auf 1 zurückgesetzt, Trail-Abstand wieder auf 0. Also generell steuert halt die strategische Order die Abstände, ne? Also wann der Trail beginnt und auch wann, beziehungsweise welcher Abstand es ist, ne? Von daher behaupte ich jetzt mal, das hat durchaus so seine Richtigkeit, ne? Und aber wie gesagt, das hängt ja dann auch von der ATR und so weiter ab. Und wenn da halt Werte drinstehen, die gerundet dann 1 und 0 ergeben und da kommt da halt 1 und 0 auch raus. Teilnehmer schreibt, er hätte dir persönlich geschrieben. Ja, ich sehe es gerade. Persönlich, E-Mail oder sonstige Kanäle, weil sonst alle, ne, ich habe das ja schon ein paar Mal gesagt, wenn irgendwie sonst wo was kommt, irgendwie Facebook und egal, ne, das wird von mir nicht bearbeitet. Das ist kein böser Wille. Aber man kann sich auch vorstellen, dass ich da teilweise erschlagen werde und ich lasse das einfach tatsächlich dann auch links liegen. Also wie gesagt, mir ist es leider nicht bekannt, Alexander, es tut mir total leid, ne? Also, weil, wie gesagt, wir haben alles durchgeackert, irgendwie was an Sachen da liegen geblieben ist, aber kannst du gerne nochmal irgendwie und nicht, dass es irgendwie im Spam gelandet ist, das kann, wäre natürlich jetzt auch noch möglich, aber mir ist es tatsächlich überhaupt, ich habe es noch nie gelesen, ne? Auch vom Inhalt her. Also auch wenn mal irgendwie im Support irgendwas nicht so schnell beantwortet wird, wie ich das gerne hätte. Aber trotzdem wird das ja halt alles gelesen, auch zumindest. Ne? Und ich habe es auch noch nie gelesen. Okay. So, Weiter und der geht's, Matthias. 18:01. Ja, und der Matthias schreibt jetzt gerade dazu, bei ihm funktioniert alles mit der strategischen Order. Er handelt nur damit. Also ich kenne einige, die nur damit handeln. Frank Eschmann zum Beispiel, der halt auch sich darauf spezialisiert hat. Der macht das ja auch nur. Wenn ich es von einem, also wenn es da wirklich halt ein gravierendes Problem oder irgendwas gäbe, wüsste ich es mit Sicherheit allein schon von Frank, weil das ja auch so sein Steckenpferd halt ist. Ne? Also wie gesagt, das wird gesteuert von der strategischen Order und ist kein Fehler, wenn sich das zurücksetzt. Ja, also wenn der Frank da was hat, dann muss der Frank das aber schon selber dann irgendwie machen. So, okay. 18:01. Ja, genau. Okay. Das mit So. der Money Lines haben wir ja schon geantwortet. Dann von Reinhard. Okay. Was die beiden im Poolfenster befindlichen Buttons für Long Short mit dem X sollten ja eigentlich, nee, sollten sie eigentlich nicht. Also das ist auch eine Frage zur Beta-Version, ne? Also das hier ist ja gemeint. Wenn ich da irgendwie mal gucken, ob da noch was drin steht. Das war mal so. Das ist aber nicht mehr so. Das ist hier bestenfalls auch noch ein falsches Fähnchen im Tooltip, ne? Weil generell hierüber schließt man Positionen zur Hälfte oder Gewinnpositionen. Also das ist, wie gesagt, das ist höchstens der Text da halt irgendwie nicht richtig. Also wenn man Positionen, sich, wenn ich jetzt hier irgendwie long gehe, ja, und sagte halt, ups, ein bisschen knapp, da jetzt halt zum Beispiel sage, was weiß ich, ich will halt irgendwie, oder ich habe mehrere Positionen drin, gut, das wird jetzt hier wahrscheinlich nicht gelingen, die Uhrzeit bei der Wohler im DAX, aber dann kann ich halt hierüber zum Beispiel dann halt sagen, über Flat, lange gedrückt halten, geht hier im Menü auf, da kann ich sagen, Trade zur Hälfte schließen oder halt zum Drittel schließen oder halt eben, wenn mehrere Positionen drin sind, kann ich halt hier die Gewinnposition separat schließen. Ne? Das kann man auf jeden Fall darüber machen. Hier steht, wie gesagt, noch was drin davon in der Beta. Ich weiß es nicht, wie es in der Release ist, ehrlich gesagt, aber da ist einfach nur der Text falsch. Pff. 18:01. Ihr seht gerade, dass ich überfordert bin mit der Frage von der Anne Hedge. Hallo Dirk, kannst du ein bisschen über Hedgen erzählen? Also könnte ich anstatt eines Stop-Loss einen Hedge in Gegenrichtung eingehen? Als Beispiel, ich gehe eine Sellposition ein und gleichzeitig ein Hedge in Gegenrichtung. Abstand 10 Pips oder Punkte. Und der Hedge soll automatisch gelöscht werden, wenn die Position ins Plus läuft. Ja, die Frage ist, also, ne,
Ich bin jetzt nicht so der Hedging-Spezialist. Also es gibt, ich kenne einige, die nur mit Hedging arbeiten und total darauf schwören. Da bin ich aber irgendwie der falsche Ansprechpartner, ne? Also ich versuche halt auch immer wieder mal irgendwie, was weiß ich. Ich habe zum Beispiel halt letzte Woche habe ich den Dow Long da unten bei 22.800 genau eingefangen. Dann habe ich auch gedacht, boah, den ziehst du mal schön mit und zwischendurch hedgst du halt mal, ne? So, was habe ich gemacht? Mich irgendwann verklickt und das Ding war dann mit 800 Punkten plus raus. Jetzt bin ich halt los. So, das ist mir auch persönlich lieber. Also, das ist natürlich Geschmackssache, ne? Weil letzten Endes, wenn jetzt eine Position, wenn ich jetzt zum Beispiel hier long bin und sage, na gut, wenn die jetzt irgendwie ins Minus läuft und dann gehe ich nicht ins Stop-Loss, sondern mache ein Hedge. Das Problem ist dann nur, dann habe ich plötzlich zwei Positionen am Start. Und das Döfste beim Hedgen ist halt immer, wenn man zwei Positionen im Verlust hat, dann ne, so nach dem Motto, ich habe jetzt hier, aktuell da wäre jetzt halt der Stop-Loss. Warum ist das so klein hier? Und ich mache das mal irgendwie ein bisschen größer. Ich erkenne ja selber kaum was. Und dann habe ich ja dann nicht nur ein Problem, sondern dann gleich zwei. Ne? Also hier wäre jetzt kein Stop-Loss, sondern ich sage dann, na gut, wenn er da hinkommt, dann gehe ich dann halt als Beispiel short. So. Und wenn das ja so einfach wäre, dann wäre es ja auch einfach. Hätte ich das fast gesagt. Das gibt aber irgendwie keinen Sinn. Nein, also das Ding ist ja nur, ne, wer sagt mir dann, wenn es da runterkommt, dass dann halt plötzlich short geht? Also, und das, was ja dann in der Regel passiert, ne, das ist ja so, Murphy's Law spielt ja ganz oft mit. Dann ist es halt so, dass ich dann hier short bin und dann läuft er wieder hoch. So, dann habe ich eine Gewinnposition im Minus und eine Short-Position im Minus. So, und deswegen bin ich gar nicht der Freund von Hedgen, weil ich muss dann plötzlich irgendwie zwei Dinger hier managen. Ich meine, im Stereo-Future-Modus geht es halt sowieso nicht, ne? Ist klar. Aber es ist natürlich auch Geschmackssache, weil eins ist halt auch klar. Ich meine, der Markt läuft ja halt die meiste Zeit irgendwie im Kreis, ne? Und von daher ist es natürlich immer. Ein Verlust ist ja erst dann wirklich ein Verlust, wenn das Ding ja halt realisiert ist. So, und wie oft sieht man es, dass man halt irgendwo long war oder short und dann guckt man irgendwie einen Tag später drauf und dann ist das Ding doch ein Plus. Von daher, ich kann das nachvollziehen mit dem Hedgen, ne? Es ist halt nur aber auch einfach viel, viel, viel mehr Arbeit, das halt so zu machen. Und jetzt war ja halt die Frage, also das muss man halt einfach für sich selber entscheiden. So, ich bin immer ein Freund davon, irgendwie. Rein, raus, fertig und flat. Und damit kann ich irgendwie halt am besten leben. So, und das ist ja natürlich die Frage. Also, dazu muss ich jetzt hier erstmal den Modus wechseln. Ich gehe jetzt mal hier auf ich gehe mal auf den Stereo Hedge. Ich glaube, den hat man noch nie im Webinar so wirklich, damit man auch mal weiß, was da passiert. Da haben wir das auch mal gehabt. So, das heißt, ich bin jetzt hier. Erstmal long. So, und könnte jetzt ja zum Beispiel halt sagen, ja gut, wenn beziehungsweise die Frage ist, der Hedge soll automatisch gelöscht werden, wenn die Position ins Plus läuft. Ja, das ist ja eigentlich total einfach. Wenn ich jetzt zum Beispiel sage, angenommen, ich hätte hier, aber ich mache mal einen anderen Timeframe, damit man es ein bisschen deutlicher sieht. So, dann tun wir mal so, als wäre der Markt schon ganz viel gelaufen. So. Also. Jetzt ist die Frage, ne, wenn er ins Plus läuft, also ich gehe mal davon aus, der Original-Trade soll der Hedge geschlossen werden. Das ist ja eigentlich das Allereinfachste, weil da muss ich ja nur hier, sage ich jetzt zum Beispiel hier, gehe ich Short statt Stop-Loss. So, dann habe ich zwei Positionen. Ich meine, das Schöne ist hier halt zum Beispiel, sieht man auch direkt, da sehe ich auch, wo mein Break-Even ist. Das heißt, wenn jetzt hier der Kurs bis unter die gelbe läuft, dann bin ich insgesamt im Plus. Gibt nur hier irgendwie gerade gar keinen Sinn. Warum das jetzt so anzeigt, weiß ich auch nicht. Aber halt bei einer Übergewichtung, das kann jetzt hier, weil das zu eng ist, ist ein Rundungsfehler, sorry. So, das heißt also, wenn der Original-Trade ins Plus läuft, soll der Hedge aufgelöst werden. Da brauche ich ja nur einen Stop-Loss vom Hedge zu ziehen. Das ist ja nichts anderes. Ne? Das heißt, der läuft ja dann hier hoch, dann ist mein Original wieder im Plus und mein Hedge ist zu. Einfach mit einem Stop-Loss. Also. Ich hoffe mal, dass ich das irgendwie dann auch richtig verstanden habe. Ja, das ist ein Stop-Loss von einer Short-Position ist ein Buy-Stop. Ja, weil die fragt halt hier,
Wie geht das technisch mit dem Stereotrader, dass anstelle eines Stop-Losses ein Buy-Stop ausgelöst wird? Ein Buy-Stop ist exakt das gleiche wie ein Stop-Loss von einer Short-Position und ein Sell-Stop ist exakt das gleiche wie ein Stop-Loss von einer Buy-Position. Also das heißt nur anders, ne? Aber es ist absolut das gleiche. Ja, ich glaube, entscheidend war hier, dass man den Modus wechseln muss, ne? Ja, ne, also den Modus muss man halt anpassen. Ich bin jetzt hier im Stereo Hedge Mode. Den gibt es tatsächlich auch nur im Stereo Trader. Und das heißt, ich habe halt hier zwei Pools. Das heißt, immer wenn ich jetzt hier eine neue Position aufmache, wenn ich jetzt zum Beispiel sage, gut, ich gebe hier noch einen Short dazu, ne, dann sieht man, dann werden hier die Short- und Long-Positionen werden getrennt voneinander behandelt, aber nicht einzeln. Das heißt, es wird immer zusammengefasst. Ich habe jetzt hier, kann man unten ja auch im Terminal mal zeigen, da sieht man jetzt die Positionierung. Das heißt, ich mache den Stop mal weg, bevor der nicht hier mir noch um die Ohren fliegt. Das heißt, ich habe insgesamt, habe ich jetzt halt hier, das sind meine Longs, 1, 2, 3, 3 Kontrakte Long und 3 plus 2, 5 Kontrakte Short. So, und die werden hier zusammengefasst. 5 Short, 3 Long. Aber ich kann die komplett getrennt voneinander handeln. Ne? Das heißt, ich muss mich nicht mit den ganzen einzelnen Positionen rumschlagen, sondern habe hier sozusagen eine doppelte Saldierung, Akkumulierung oder wie auch immer. Ne? Das heißt, auch wenn ich jetzt hier einen Stop-Loss ziehe, zum Beispiel von der Long-Position, dann wird auch nur, sieht man hier unten, werden nur die Long-Positionen beeinflusst und umgekehrt nur die Short. Ne? So kann ich die halt komplett separat dann halt eben hier managen. Also es gibt mit Sicherheit Strategien, wo das Sinn macht. Hier sieht man zum Beispiel auch, habe ich jetzt zwar durch Zufall drauf geklickt, aber zeigt es ja ganz schön. Ich sehe hier zum Beispiel dann auch meine Gewichtungen halt immer grafisch dargestellt, ne, wenn ich im Hedging arbeite. Also ich habe halt hier Übergewichtung Short, ne, deswegen ist es halt weiter rot oder mehr rot als blau. Hier oben genau die gleiche Anzeige. Der Nachteil ist natürlich, ich habe doppelten Verwaltungsaufwand, weil ich halt einen doppelten Pool habe hier. Auch hier mit den Stop-Loss, Take-Profit, Trailing und so weiter. Das ist halt alles doppelt, ne? Weil es halt dann für jede Richtung dann halt nochmal ist. Genauso hier die Statistik, genau das Gleiche. Dann halt eben auch, ne? Es hat dann komplett voneinander getrennt. Wie gesagt, inwiefern das jetzt gut ist. Also ich arbeite nicht mehr damit, habe es früher mal gemacht, aber habe irgendwann für mich dann entschieden, dass das halt irgendwie nicht so klasse zu mir passt. Und weil ich mich halt auch irgendwann mal zugegebenermaßen komplett verzettelt habe und dann irgendwo falsch aufgelöst, Margin Call und dann sind mir diverse Positionen um die Ohren geflogen. Und dann habe ich halt auch gedacht, so muss nicht sein. Wie kann man im Hedge-Modus Teilverkäufe machen? Eigentlich gar nicht. Das ist halt auch das Problem. Das heißt, ich kann, was ich halt machen kann, ist zum Beispiel, wenn ich jetzt hier, die aus Einzelpositionen besteht, ich kann natürlich hier an die einzelnen Positionen natürlich ran und kann die halt separat schließen. Das kann ich machen. Ne? Aber jetzt so bequem wie im Future-Modus, wo ich halt einfach ganz beliebig irgendwie Teile auflösen kann, das funktioniert hier halt nicht. Also es ist halt natürlich auch der Sache geschuldet, weil entweder will ich hedgen oder ich will halt verrechnen. Aber halt hedgen und verrechnen, das ist dann, wird dann irgendwann natürlich halt auch so ein bisschen absurd. Das macht dann irgendwann keinen Sinn mehr. Ich glaube, da, das ist nachvollziehbar. Ich Und möchte mich das. ganz, ganz kurz bedanken für die Fragen, aber gleichzeitig auch bitten, erstmal keine neue reinzustellen, weil wir werden da, glaube ich, mit der Zeit nicht auskommen. Aber wir haben ja schon 6:30. Okay. Ja, deswegen sollte am Ende dort trotzdem noch Zeit übrig bleiben, dann gerne wieder weitere Fragen rein. Dankeschön. Ja, nee, aber auch hier noch ein kurzer Einwand halt hier zu Teilschließungen ging nur im Single Hedge. Nein, das hat ja damit nichts zu tun. Dort habe ich ja auch einfach nur Einzelpositionen. Ne? Die Einzelpositionen kann ich hier auch zumachen. Das ist nicht das Problem. Aber das ist ja kein Teilverkauf. Das ist ja halt eine Positionsschließung. Das ist ja ein Unterschied. Und Teilverkauf, es sagt ja, wenn ich zum Beispiel, also ich habe dreimal zwei Kontrakte gekauft, einmal drei und fünfmal einen. Und trotzdem kann ich dann sagen, ja gut, ich würde gern 6,5 loswerden, obwohl ich nie einen halben gekauft habe. Ne, das ist halt Teilverkauf. Und das andere ist Teilschließung. Teilschließung geht immer. Aber halt zum Beispiel, aber auch nur manuell und nicht über Orders. Und deswegen
bin ich auch nicht mehr so ein Freund von dem Hedge-Mode. Aber wie gesagt, das muss zur Strategie passen. Das macht mit Sicherheit hier und da Sinn. Aber muss man sich halt genau überlegen, ob man das so möchte. So, ich mache mal zu hier. Gut. 18:03 geht's weiter. Ja. Ja, ich weiß. Sag ich da jetzt. Hier geht es um das Thema Strategien anlegen. Ne? So, ich weiß, das Ding klemmt. Irgendwie seit der letzten Version, seit halt hier die. Also hier geht es darum, dass man keine neuen Strategien anlegen kann. Generell, ne, gibt man ja hier einen neuen Strategienamen an, sagt dann Strategie wechseln. Und dann kann ich halt mehrere Strategien gleichzeitig handeln. So, hier kann ich die durchklicken. Sind momentan nur zwei drin. Ich glaube, ab der dritten scheitert es, jetzt aber hier auch nicht, wie man sieht. Ne? Strategie 3. Also, das scheint irgendwie hier und da irgendwo aufzutreten, aber es ist halt, wie man hier auch sieht, nicht generell. Trotzdem ist es halt hier ein bisschen unglücklich, weil manchmal muss man halt irgendwie dreimal mehr, ne, so draufklicken, aber trotzdem kann auch hier noch eine vierte anlegen. Also ist nicht generell, aber halt so ein bisschen unschön und das muss in der nächsten Version irgendwie geändert werden. Das ist mir klar. Ich habe die 2599 als Version hier natürlich. Das ist ja bei mir, also behaupte ich mal, oder eine weiter. Ne, 2599. Genau. Das ist eine Beta-Version hier, ne? Aber die ist natürlich schon in großen Teilen so wie die normale Version, aber trotzdem sind halt hier mal die letzten Updates drin, wobei das tatsächlich noch nicht behoben ist, weil das muss irgendwie ganz anders gemacht werden und da weiß ich gerade noch nicht so wirklich, wie. Hoppla. Ich wollte was ganz anderes hier machen. Will er nicht? Wieso will er das jetzt nicht? So. Gut. So. Wie 18:04. Ja, ihr seht, wo wir mit den Fragen sind. Deswegen hat der Nelson gerade gesagt. Von wegen neue Fragen. Also 18:04, der Jürgen, wie kann ich am einfachsten zwei oder mehr Positionen zum gleichen Kurs eröffnen und einzeln manuell wieder schließen? Verstehe ich nicht ganz die Frage, ehrlich gesagt. Also ich meine, wie viele Positionen ich eröffne, das ist ja, muss ich ja halt nur mehrfach klicken, deswegen vielleicht da nochmal nachlegen. Jürgen, ich gucke dann gleich nochmal, ob dann eine Ergänzung dazugekommen ist, weil ich verstehe die Frage jetzt ehrlich gesagt einfach nicht. Kann man es denn, was ist das hier? 18:05, kannst du mir da kurz helfen, Nelson? Ah, warte, ich war jetzt gerade unten. Weiß es nicht, was mit Es gemeint ist. Okay, ja, das ist natürlich, weiß ich jetzt auch nicht, was gemeint ist. Ja. Aber grundsätzlich vielleicht decken wir damit ab die Frage. Grundsätzlich kann man ja alles, was in Verbindung mit SteelTrader betrifft oder steht, in dem Installationsmanager entsprechend installieren, ne? Genau. Ich möchte direkt fünf Positionen eröffnen. Das Mehrfachklicken ist das Problem. Ich verstehe aber nicht den Sinn. Ja klar, wenn ich fünf Positionen, aber wo ist der Sinn, lieber Jürgen? Fünf Positionen eröffnen, warum nicht gleich fünf Kontrakte? Ich meine, ich habe so oder so nur Nachteile dadurch. Ich habe die doppelte Ausführungsgeschwindigkeit, die fünffache Ausführungsgeschwindigkeit. Logisch ist der Kurs weg, wenn er nicht irgendwie gerade stillsteht. Weil man könnte ja auch irgendwie ganz schnell fünfmal klicken, wenn man das unbedingt haben will, aber man kann doch einfach fünf Kontrakte dann halt irgendwie machen, weil ich kann ja jederzeit von den fünf Kontrakten trotzdem einen auflösen. Das ist ja halt im Stereo Future Modus nicht das Problem. Und ansonsten müsste man halt fünf physische Order
Halt, ich meine, das kann man halt machen, wenn man jetzt unbedingt sagt, okay, ich will nicht irgendwie fünf Kontrakte, sondern ich will fünf mal einen. Man kann natürlich theoretisch dann hier bei neue Order die MIT-Funktion ausschalten. MIT heißt, die Order wird vom Stereo-Trader ausgeführt. So, und packt dann halt hier eins, ja, wobei das wahrscheinlich schon gar nicht geht, oder? Doch, zwei, doch geht, drei, vier, fünf. So, und wenn jetzt das Limit unten gegriffen wird, und dann habe ich fünfmal die gleiche Position, weil die ja vom Broker ausgeführt wird, ne? Wobei aber auch da würde ich behaupten, werden die zu unterschiedlichen Kursen ausgeführt. Oder Nelson? Höchstwahrscheinlich, ne? Also wenn jetzt der Markt sich schnell bewegt. Hängt natürlich, genau, wollte ich gerade sagen, von der Ja. Volatilität ab und Liquidität vor allen Dingen. Ja, weil die ja halt nacheinander dann genauso, ne, zum Liquiditätsprovider. Mir geht es nur um das manuelle Schließen. Ja, aber wie gesagt, ne, ja, man kann nicht alles haben. So. Und ich kann ja, also über das manuelle Schließen, über das X. Ja. Naja, So, aber du hast ja jetzt gezeigt, dass man da ja. entsprechend fünf unterschiedliche Order-Sizes Genau. reinstellen kann. Und ich glaube, Ja, das war jetzt also. auch die Intention dahinter. Okay. Ja, aber den Sinn muss er mir irgendwann erklären. Daran scheitere ich gerade so ein bisschen, das zu erfassen. Okay. Beta-Installation mit Fehler während Kopiervorgang. Ja, ist auch eine Beta. Ne? Von daher darf die das auch. So, dann 18:09 hat im letzten Helpdesk darauf hingewiesen, dass die Buy-Sell-SL gar nicht völlig miteinander. Ja, nee, da hab ich, ja, sorry, Patrick, ne? Also hier ging es um das Phänomen irgendwie mit, dass da halt irgendwelche Linien an falscher Stelle sind. Über Facebook ist richtig, nochmal, ist keine böse Absicht, aber ist durchaus auch Absicht, aber ich ersticke in Nachrichten Anfragen. Und ich kann das dort nicht beantworten. Deswegen einfach bitte per Mail entweder an FX Flat, service at fxflat.de und ja, oder nur FX Flat und die schicken mir das dann halt sowieso weiter. Das ist eigentlich die einfachste Variante. Also wenn du dort den Stereo-Trader herbezogen hast, dann bitte einfach dorthin. Ansonsten über die E-Mail-Adresse auf der Homepage für den Support. Wir leiten es gerne weiter, nur .com, bitte. Achso, Entschuldigung. Ja. Also, dann der Christopher um 18:11. Eine dringende Frage. Ich handle im Single-Net-Handelsmodell. Single-Net, okay. Single-Net, okay. Wenn ich dabei im Pool per Shift-Klick auf Flat einen Teilschluss ausführe, dann verschwindet das Order-Label vom Bildschirm. Puh. Da wäre jetzt erstmal die Frage, MT4 oder MT5? Ich muss die Frage, ich muss die gerade mal kurz verinnerlichen. Ich handle im Single-Net-Handelsmodell. So, und wenn ich da im Pool per Shift Control-Click auf Flat einen Teilschluss ausführe, dann verschwindet das Order-Label vom Bildschirm. Es ist nur wieder herstellbar, wenn man in der Pool-Statistik den Button bei Trade GV klickt. Ja. Wow. Nee, weiß ich jetzt nicht. Ne? Also klar, ich meine, verschwinden darf da nichts, wenn da noch was da ist. Von daher hat das so wahrscheinlich nicht seine Richtigkeit. Da bin ich gerade etwas total überfordert. Also auch mit dem Single Net. Das war halt auch, da hatten wir es nicht auch im letzten Webinar, wo ich auch schon gesagt habe, so, weil den einfach, da hatte ich auch schon mal eine Umfrage gemacht, wer den verwendet, und da war irgendwie gar keiner dabei. Okay. Auf Order bearbeiten klicken, dann ist wieder da. Okay. Also, wenn Order Label verschwindet, jetzt, ich gehe jetzt mal nicht separat in den Modus rein, sollte natürlich nicht so sein, aber die Frage ist halt trotzdem MT4 oder MT5. Und halt, ist das jetzt Release oder Beta? Die Frage muss ich jetzt hier mal nachschieben. Also Single Hedge. Ja, was denn jetzt?
Also, es dürfen natürlich keine Labels verschwinden. Das ist MT5. MT5, ja, der MT5 in der Beta. Ah, okay. Gut, ja. Da muss ich mal, Release, der eine in der Beta, der andere nicht in der Beta, also generell, ja, muss ich mir angucken. Also, das ist, ich glaube, das, also nicht böse sein, ne? Aber das sollte natürlich nicht so sein. So, und nur hier schreibt halt irgendwie gerade jemand anderes halt auf Bearbeiten klicken, dann wird es wieder angezeigt. Ja. Also hatte jemand das gleiche Problem im Single Hedge. Gut. So, ich versuche mir mal ein bisschen zügiger durchzukommen. 1811 hat die Möglichkeit, die Werte auf der Y-Achse in waagerechten Linien größer anzuzeigen. Direkt geht es ja, weil aufzeichnet die Werte nicht erkennbar. Welche Werte? Also hier das Lineal oder was ist da gemeint? Da kann ich natürlich nichts für, ne? Meine, könnte ich auch noch ändern, aber. Ich kann das mal kurz, also den Christopher, komm, ich will das jetzt ja auch hier nicht übergehen. Also Single Net, muss ich selber dann überlegen, was macht der Modus? Also der Modus generell, der kann bearbeitet Single Orders, das heißt also für alles wird einzeln was aufgemacht. Ich glaube, ich gehe besser mal, obwohl es jetzt egal. So, für alles wird einzeln aufgemacht, kann aber verrechnen. So, das heißt, wenn ich jetzt hier Short gehe, kriege ich keine Short Order, sondern er müsste es ja dann verrechnen. So, jetzt ist die Frage, welcher Teilschluss? Die kann keinen Teilschluss. Oder kann die Teilschluss? Ich gehe mal auf Short 0,5, mal gucken, was dann passiert. Ah, genau, ne? Das ist gemeint, dass die nicht erscheint. Ja, okay. Die natürlich aber eigentlich noch da ist. Das ist richtig, ja. Sollte so nicht sein. Das stimmt. Ja, geht ja so genauso, ne? Hat man ja gesehen. So, das heißt, die ist zwar noch irgendwie vorhanden und wird irgendwie gerade nicht erkannt. So, was war jetzt das Workaround? Muss ich mal kurz nochmal fragen. Das Workaround war was? Auf Bearbeiten klicken. Also ich würde mal behaupten, ich guck mal, ob das Ding, ich gehe mal kurz in den passiven Modus und nochmal den aktiven. Da sollte die zumindest erkennen. Ja, da sind sie halt wieder, ne? Aber klar, die darf natürlich, das Label darf natürlich nicht verschwinden. Das ist halt klar, ne? Das ist dann tatsächlich so nicht richtig. So. Mal zu. Alright. Gut. So, wo sind wir? Bei 18 Uhr. Es geht ja gar nicht vorwärts hier heute. Du warst noch bei 18:11 Uhr. Das Ja, da kann ich musstest aber du nicht nicht mehr. ganz genau sagen. Ich glaube, ich weiß es auch nicht. Ich vermute, es geht darum, dass du ja, wenn du die Linien einzeichnest, dann automatisch die Kurse, die Levels angezeigt werden, ob man das größer darstellen kann. So Das ist in der verstehe ich das. Beta ohnehin jetzt so, ne, wenn wir hier, wenn ich jetzt halt hier ein großes Panel habe und zeichne jetzt halt eine Linie, dann passt sich das halt auch in der Größe schon proportional an, ne? Also wenn ich jetzt hier zum Beispiel ich gehe mal hier auf Layout, auf 1,0 gehe, was ja halt die normale Einstellung ist. So, wenn ich, ne, das sieht man auch hier, haben wir jetzt gerade gesehen, da verändert sich halt auch die Größe von dem Label. Also das heißt, das ist in der nächsten Version ist das sowieso schon detailverbessert. Das hatte sich nämlich der Thorsten Helbisch, der Helbisch gewünscht. Und das ist dort auf jeden Fall in der Beta schon länger drin. So, mich würde interessieren, welchen Unterschied Priax und Priax Plus haben. Priax generell ist ein Trading Stop auf
Außenstabsbasis, den wir natürlich jetzt hier nicht auf die Schnelle demonstrieren können. Weil dazu sind wir nicht mehr lang genug da und beziehungsweise dazu müsst ihr jetzt erstmal überlegen, was wir hier machen in Sachen Trading. Und generell, also hier der Priax Trading Mode, ne? Ich kann es versuchen, aber so der Priax Trading Mode ist halt der hier und der besagt, ich bin jetzt hier auf einer Minute, da besteht ja dann doch noch eine Chance, auch wenn wir jetzt hier im DAX sind. So, und der sagt jetzt, wenn ich ab da anfange zu trailen, im Priax, so, und dann hängen mir, also Trail begehen steht jetzt hier auf 2,5, und wenn ich mache das mal noch ein bisschen größer, damit man es auch nochmal erkennt. Ich mache es mal ein bisschen viel größer an der Stelle. So, und das heißt, sobald ich jetzt hier meinen Trigger erreicht habe, sucht der Trading Stop die Außenstäbe und führt halt entsprechend im Abstand von, wie jetzt hier eingestellt, 5 Punkten den Stop-Loss dann automatisch hinterher. So, jetzt weiß ich aber nicht, wahrscheinlich genau jetzt macht er keinen Außenstab mehr hier, wo ich jetzt short gegangen bin, um das zu demonstrieren. So, und generell ist halt so, der Trading-Abstand, der ist hier, wenn der einen positiven Wert hat, sind das absolute Punktwerte. Das heißt, hier wären es jetzt 5 Punkte. Das erkläre ich deswegen, weil es halt auch mit dem anderen zusammenhängt. Ich kann aber auch hier negative Werte eingehen. Zum Beispiel kann ich halt sagen, minus 100, nur mal als Beispiel. Die Trade-BE-Linie schon wieder da. Geh du mal weg da. So, minus 100. Und dann passiert Folgendes, weil ich ziehe den jetzt einfach mal vor. So, dann passiert Folgendes, da sieht man halt, ne, das ist der letzte Außenstab und minus 100, nee, das ist der letzte Außenstab sogar, der kleine hier. So, und minus 100 bedeutet 100% Abstand vom letzten Außenstab, da wird mein Stop gesetzt. So, jetzt gucken wir mal, vielleicht kriegen wir jetzt hier noch einen längeren, ja, und deswegen stehen hier die 100. Und da kann ich natürlich genauso dann irgendwie minus 61,8. Ne, und dann hätte ich genau, kann ich halt nach Fibos und so weiter dann halt entsprechend meinen Trading Stop dann halt, also Fibos gemessen an Außenstäben, den Trading Stop halt hinterher führen. So, aber wie gesagt, wir kriegen jetzt wahrscheinlich hier sowieso keinen mehr. Das ist natürlich der Vorführeffekt. Ja, klar, das macht direkt mal einen Innenstab. So, wie gesagt, das ist halt ein bisschen schwer zu demonstrieren live. So, und Preax Plus heißt einfach nur, deswegen kann ich halt hier die Abstände schön groß wählen. Das würde halt bedeuten, mal gucken, was jetzt hier macht. Das heißt halt, sobald der letzte Außenstab kaputt ist, egal wo, ja, dann löst er den Trade manuell auf. Egal, ob der jetzt ein Stop-Loss läuft oder halt nicht. Ja, das ist halt der Unterschied dabei. Das heißt, der löst einfach unabhängig vom Stop-Loss den Trade dann auch auf, wenn die Kriterien nicht mehr stimmen. Und das ist ganz gut, glaube ich, wenn man halt irgendwie so ein paar größere Strecken mitmachen will und jetzt nicht unbedingt gleich gefischt werden will, weil oft macht der Markt ja so komische Sachen, dass er halt irgendwie, dann denkt man so, wow, jetzt irgendwie wird irgendwie der Außenstab gebrochen, ja, und zum Schluss steht dann unten halt nur eine lange Lunte und er schließt wieder im Außenstab. Und damit man sich halt vor solchen Dingen halt schützen kann, dafür gibt es halt den Priax Plus. Und weil der dann halt, also jetzt mal als Beispiel, ich habe eine Long-Bewegung, also wie gesagt, ich kann es hier jetzt unmöglich irgendwie tatsächlich gut demonstrieren. Ich habe halt eine Long-Bewegung, irgendwie einen 100 Punkte langen Außenstab. Und wenn ich dann halt im normalen Priax dann halt eben das setze und gesagt dann ja 100%, das würde dann heißen, er würde halt erst, wenn das Ding 100 Punkte im Minus ist, auflösen. So, und bei dem Priax Plus, der kann dann theoretisch 99 Punkte ins Minus laufen. Und dann aber nur 10 Punkte ja, unterhalb dem letzten Außenstab dann schließen und dann würde der Priax Plus zumachen und nicht erst warten, bis er ganz unten durchgerauscht ist. Ja, das ist halt so generell der Unterschied. Ich hoffe, das war verständlich. Morgens beim Start sind immer die Lizenzcodes von VPOC und Europro weg. Behaupte ich mal, ist generell nicht so. Da würde ich mal. Das ist definitiv lokales Problem im Betriebssystem. Konnten wir einmal nachvollziehen auf einem Server, mit einem Server-Spezialisten. Es gibt Programme, also wenn das ein VPS ist oder auch wenn es keiner ist, ich will mich da jetzt gar nicht festlegen,
Aber grundsätzlich ist es so, die Lizenzcodes werden gespeichert und der Stereotrader verliert da auch nichts. Wenn irgendwas was verliert, dann sind es die Sicherheitseinstellungen von Windows. Da sollte man dann wirklich ein Auge drauf werfen, ne? Aber es ist definitiv nicht generell so, dass morgens keine Lizenzcodes mehr da sind. Und ich würde auch behaupten, dass halt auch alle Einstellungen dann wahrscheinlich morgens irgendwie immer weg sind. Und unbedingt mal gucken, irgendwie halt Sicherheitseinstellungen, Server, Betriebssystem, Virenscanner, da gibt es tausend Möglichkeiten und etliche Wege, wie man zum Beispiel eine Dateistruktur in Windows halt sichern kann und dass die halt sich eben nie verändert. Aber da ist definitiv was falsch eingestellt, lieber Horst. Also sorry, dass ich da nicht mehr zu sagen kann. Ich bin immer froh, ne, nicht falsch verstehen. Ich bin immer froh, wenn ich der Schuldige bin, dann kann ich es auch beheben und muss nicht sagen, der und der ist dafür zuständig. Aber ich weiß, dass es halt hier, da liegt kein Fehler vor, sondern es ist wirklich systembedingt. Okay. So. So, der Stefan 1816. Gibt es eine Handelsplattform MT4, MT5 beziehungsweise Stereotrader als Erweiterung oder in sonstiger Form die Möglichkeit per Stop and Reverse Order die Umkehr der Long in Short Position? Klar, also im Stereotrader ist es halt problemlos machbar. Ne? Wenn ich jetzt also hier als Beispiel Long bin, bin ich noch im richtigen Modus hier? Ja, ne? Wenn ich jetzt hier long bin und sage, na gut, der Kurs läuft bis da oben hin und ab dort will ich halt short sein, reverse, lege ich einfach eine Gegenorder hin. Also jetzt egal wie groß, also jetzt in dem Fall ist jetzt ein Kontrakt und wähle halt das Reverse-Attribut. So, und das heißt, sobald er jetzt hier oben hinkommt, wird long aufgelöst und short aufgemacht. So, bei anderen Future-Plattformen ist es ja halt oft so, das kann ich hier natürlich auch. Aber die haben halt generell normalerweise keinen Reverse-Knopf. Ich kann das auch hier anders machen. Ich bin ja mit einem Kontrakt long. Ich kann genauso gut hier oben zwei Short hinlegen. So, dann findet normal, eine ganz normale Verrechnung statt. Das heißt, zwei Short gegen eins Long ergibt ein Short, 2-1. Ne? So, der Vorteil ist aber hier von dem Reverse, dass es halt völlig egal ist, wenn ich das einschalte, mit wie vielen Kontrakten ich da hochkomme. Der Hintergrund ist eben der. Ich könnte ja auch zum Beispiel sowas hier liegen haben. Ne? Das heißt, also hier habe ich so einen halben Stop-Loss dann quasi. Weil wenn er hier runterläuft, dann wird die Hälfte aufgelöst. So. Und kommt aber dann aber trotzdem hoch, komme ich hier oben aber dann nur noch mit einem halben Kontrakt an. Und wenn ich dann hier zwei drin liegen habe und nicht verrechnet, dann bin ich mit 1,5 plötzlich short. Ne? Ich hoffe, das war. Es geht heute alles ein bisschen hier im Eiltempo. Aber das ist halt das Prinzip. Also das Einfachste nochmal ist eigentlich, ohne hier weiter auszuholen, ich lege mir an Level, wohin ich auch will, eine Short Order, also eine Order in Gegenrichtung und wähle Reverse aus und muss mir über den Rest keine Gedanken machen. Ja, das ist eigentlich der einfachste Weg. So. Obwohl ich Töne verwenden deaktiviert habe, erklingen immer Töne beim Auflösen der Positionen. Okay. Im MetaTrader Extras Optionen dort unter dem Reiter Ereignisse mal schauen, ob da entsprechend der Haken ist. Gut, hätte ich es nicht gewusst. So. Strategische Orders habe ich keinen Schimmer, finde ich da Videos im Kanal. Ja, einfach mal, also entweder bei mir gucken oder halt nach dem Frank Eschmann mal Ausschau halten. Der, das Stichwort einfach bei YouTube, da gibt es auf jeden Fall irgendwo was. Gut, die Anne hatten wir. So, das scheint. Ja, hier haben wir, war das der gleiche gerade? Hier mit, dass die Einstellungen überschrieben werden, ne? Habe ich ja gerade was dazu gesagt. Also hat hier noch jemand, also ich habe das Problem nicht und sonst irgendwie auch kaum jemand. Das ist, Leute, wenn ihr da halt irgendwie, ihr müsst da halt echt gucken, ne? Ich weiß nicht, was ihr da für Systeme habt, wenn das aber ein VPS ist als Beispiel, dann erst recht, ne? Oder halt ein Server.
Das sind Server-Einstellungen. Weil, muss man sich so vorstellen, die Software hat dann halt einfach nicht das Recht, sozusagen, halt irgendwelche Dateien dauerhaft zu überschreiben. So, und sobald dann so eine Software nicht mehr aktiv ist, guckt dann halt dieser Agent oder dieser Service da halt im Hintergrund und guckt, was hat die gemacht, was hat die verändert, wie war es vorher. Also stelle ich das von vorher wieder her. Das ist nicht Zero-Trainer. Ne? Ja, der muss auch nicht neu gestartet werden, der Rechner. Das hat damit wirklich nichts zu tun. Ne? Gar nichts. Das sind irgendwelche Zusatzprogramme oder Dienste, die da halt aktiv sind. Also da reicht es einfach halt wirklich, das Ding zuzumachen und aufzumachen. Ich meine, allein schon die Tatsache, wenn es während der Stereo-Trailer läuft, da ist, das ist schon genug. Also weil ich weiß es ja halt. Ne? Das ist, dann wird ja auch nichts anderes gemacht, als die Datei ausgelesen, wo die Werte drinstehen. Die Werte werden angewendet und sind da. Und da das so ist, kann ich mit Sicherheit behaupten, dass es daran, dass es nicht am Stereo-Trailer liegt. Sonst würde er die Werte auch während des Betriebs nicht verarbeiten können. Weil die halt auch während des Betriebs werden die Dateien ja genauso ausgelesen, nicht erst, wenn der gestartet wird. Also, das ist immer, ich weiß, sowas ein bisschen unbefriedigend, aber ich kann leider halt da auch nicht immer alles komplett beantworten, weil halt dann doch ein paar Komponenten mehr halt ja immer mitspielen. Gut, so, man kann eine Position, also okay, das war zum Hedging. Genau, tatsächlich neue Frage kommt bei 18:35 Uhr von Klaus. Okay. Wie stellt man die Chartanzeige dynamisch ein? Also wo stellt man die Chartanzeige dynamisch ein? Klick auf Ende des Charts vom Rand verschieben. Zeigt die Kerzen auch mit Rechtsabstand an. Der Abstand wird immer kleiner. Bleibt nicht wie gewünscht zum Panel bestehen. Also eigentlich stellt man halt hier nur oben, das sieht man im MetaTrader 5 irgendwie kaum noch. Da oben die zwei Buttons, die müssen aktiviert sein. Ich kann hier leider auch nicht erkennen, ob es aktiviert ist oder nicht. Das ist total clever von der grafischen Darstellung. Aber die beiden müssen aktiviert sein und dann verschiebt sich der Chart automatisch und der Abstand bleibt auch gleich. Ne? Die sehen im MetaTrader 4, sehen die ganz ähnlich aus. Und aber Shift-End habe ich wieder Englisch eingestellt, ja. Also ans Ende vom Chart halt verschieben. Ja. Vom rechten Rand aus und dann halt hier den Chart automatisch scrollen. Wobei das macht der Stereo-Trader teilweise selbst, weil der MT5 da gar keine Lust drauf hat. Aber die beiden sollten halt aktiviert sein und dann verschiebt, dann läuft da auch nichts irgendwie rechts aus dem Bild raus. Gut. So, dann müsste ganz lange nichts kommen, so wie ich das sehe, ne? Ja, der Matthias hatte noch da einen Einwand wegen der strategischen Order 18:49 Uhr oder noch einen Zusatz. Wegen der Vielleicht hat derjenige bei strategischer Order Werte 0 eingegeben, ja. Ja, kann auch sein. Also also hier, da geht es ja wahrscheinlich um die erweiterte strategische Order. Also wenn ich hier ein Preset halt irgendwie wähle und dann wird das ja entsprechend, da steht es ja auch direkt schon. Ne? So, ich habe das, oder? Oder wo kommen jetzt die? Ah ne, Quatsch, hier habe ich gerade verschoben. Und das heißt, das richtet sich ja nach der ATR und dann werden die Werte hier halt auch entsprechend beeinflusst. Es kann natürlich jetzt sein, wenn man hier in die erweiterte strategische Order dann halt geht und da halt irgendwo 0 eingegeben hat. Wo ist er? Ja, wenn dann halt hier irgendwo eine 0 steht und dass dann entsprechend halt der Wert dann halt nicht getriggert wird. Oder wenn die ATR ganz einfach zu klein ist, dann kommt da halt auch 0. Ne? Das kann halt auch sein. Also das ist jetzt echt leider sehr, sehr schwer, das so ohne weiteres zu abschließend zu beantworten.
So, die letzte Frage von Lutz, 18:55 Uhr. Und dann Ja, hat Lutz. ein anderer Matthias noch einen Hinweis bezüglich der Töne. 18:56 Uhr. Wo ist denn der Lutz? Sehe ich gar nicht. 55. Ah, da. Okay. Wenn ich zwei Long bin, Reverse und einen Reverse Tab schließt. Nochmal. Wenn ich zwei Long bin, zwei was? Zwei Positionen oder zwei Kontrakte? Und Reverse einen habe, schließt der beide Long? Der schließt beide Long. Jetzt habe ich es leider übersehen, ob ich hier jetzt noch was richtig eingestellt habe. Das war ja eigentlich gerade. Ich kann es jetzt echt nicht sagen, ob es jetzt gerade irgendwie. Ne? Ja, Mist. Da habe ich jetzt wirklich geschlafen gerade. Aber das war ja gerade der Sinn, das vorzuführen. Ja, der schließt auf jeden Fall beide Long. Egal wie viel da drin sind, wenn da Reverse ausgewählt ist, sind beide anschließend zu. Ne? Das ist ja halt auch der Punkt, deswegen ist es halt eigentlich am bequemsten. Ne? So, wegen der Töne, ist der Töne Setup. Die Töne ein und danach gleich ausschalten und speichern. Okay. Sagt mir jetzt irgendwie gerade nicht so wirklich was. Zwei Positionen, ja. Gut. Ja. Sieht irgendwie fast so aus, als wären wir durch, oder? Sind wir durch? Der Roland hat hier noch eine Anmerkung. Ja, ist eben zu was? Ach so, wegen den. Ja, nur sporadisch. Das klingt echt nach Virenscanner oder sowas, ne? Also, es ist irgendein Dienst, der sich da halt sporadisch einschaltet und sagt, ja, ich muss hier nochmal irgendwie aufräumen. Kein Virenscanner, ja, aber irgendwas muss es sein. Irgendwas. Also irgendwas ist da installiert, was da in den Dateien irgendwie rumräumt. Der Stereo-Shredder räumt sich nicht von selber auf. Das ist, auf welches Verzeichnis? Ja, das ist auch eine gute Frage, ne? Ich meine generell, also es kann auch ein anderer Indikator sein, ne? Auch möglich. Also das, ich weiß ja nicht, was da halt sonst noch alles installiert ist. Aber generell, jetzt weiß ich nicht, ob ich das hier jetzt ohne Probleme machen kann. Ich gucke einfach mal. So, Dateiordner öffnen und dann gibt es halt hier oben, gibt so eine ganze Latte und die heißt dann halt Meta-Quotes und dann hier Terminal und dann Common und dort bei Files. Dann gibt es ein STMT4 oder STMT5. Und dort gibt es zum Beispiel einen Ordner, der heißt Setups. So, und dort sind die ganzen Einstellungen eigentlich drin. Und wenn der Ordner halt irgendwie gelöscht wird und oder da verändert wird, dann gibt es halt solche Probleme. Ja. Wie gesagt, ist leider, tut mir wirklich leid, Roland, dass ich das halt hier nicht irgendwie abschließend, aber es generell ist definitiv keine generelle Geschichte halt. Aber da musst du halt einfach mal irgendwie die Dienste mal checken. Also oft, man installiert ja manchmal irgendwie Sachen, die man dann irgendwann vergessen hat oder irgendwelche schlauen Programme und die dann halt leider gar nicht so schlau sind im Nachhinein und vergisst es dann halt irgendwann. Oder die gehören zu anderen Programmen dazu, von denen man es dann nicht weiß. Und sind falsch eingestellt. Das kann ich leider wirklich absolut nicht beantworten. Aber generell halt, ne, dass Einstellungen verschwinden mal eben so oder halt eben, dass man Lizenznummer sogar eingeben muss, das ist mir definitiv nicht bekannt. Ne? Ja. Sorry, Roland. Behalt's mal im Auge und geh mal da auf die Suche. Und vielleicht findet sich ja da halt noch was. Gut. So. Prima. Ich bedanke mich bei den Teilnehmern, wie Ja, ich immer, für die auch. Fragen, weil die brauchen wir ja für dieses Webinar. Und wenn jetzt tatsächlich noch etwas offen geblieben ist, dann gerne, wie der Dirk auch schon vorhin sagte, eine E-Mail an service@fxflat.com.
Und wenn wir entsprechend dann nicht weiterkommen, dann setzen wir uns mit Dirk in Verbindung und versuchen natürlich alle Probleme zu lösen. Ansonsten, Aufzeichnung kommt so schnell wie möglich online, sodass Sie alles nochmal nacharbeiten können. Wäre schön, wenn Sie morgen früh wieder dabei sind. 8:45 geht es wieder mit Dirk los. Und wir machen dann Live-Trading. Mal schauen, was die Märkte morgen so machen und was der Dirk dann mit den Märkten vorhat. Da bin ich auch mal gespannt. Und bis dahin einen schönen Abend. Wenn Sie heute noch handeln, passen Sie auf Ihre Position auf. Und danke nochmal, lieber Dirk, und gerne das Schlusswort. Bis morgen. Ach so, das Schlusswort muss ich jetzt machen. Da muss ich mir nochmal hier nochmal kurz da so umschalten. Ich Natürlich, du dachte, kennst das. ja, du hast das so schön final gerade gemacht. Das klang so, als käme da nichts mehr. Also von daher, nee, von meiner Seite auch danke. Ich mache es aber auch kurz. Habt einen schönen Abend, schönes Wetter und kann man ja noch was mit anfangen. Mittlerweile geht ja alles wieder, das, oder fast alles oder vieles. Deswegen sollte man das auch tun. Ich war auch schon so oft essen, dass mir schon fast schlecht ist, von dem ganzen Essen gehen. Aber ich finde halt einfach echt, so ich genieße das halt irgendwie so halbwegs normales Leben, dass man sich halt irgendwo wieder hinsetzen, was essen, was trinken kann. Und ja, geht vielleicht euch genauso. Deswegen vollstes Verständnis, auch wenn jetzt heute nicht viele da gewesen wären. Es waren aber ja viele da. Das erstaunt mich ja dann noch. Und ansonsten sehen wir uns morgen früh. Ich sage bis dann. Danke an den Nelson natürlich, auch an FX Flat. Und ich freue mich auf morgen. Bis dahin. Ciao.